Skymadin und ein schnurriges Willkommen bei Panty spielt Albion. Und natürlich habe ich wieder vergessen, die Tastatur nach links zu schieben. Erstmal Platz machen, Tastatur nach links. So, jetzt kann die linke Hand auch wieder an die Pfeiltasten. Wir sind unterwegs zum Heiligtum der Iskai, denn da bahnt sich was an. Um genau zu sein, ein Krieg zwischen den Menschen und den Iskai, denn die Menschen, genau zu sein Kontos von Kaunos, hat behauptet, dass die Iskai in ihrem Heiligtum schwarze Magie betreiben. Meine Einschätzung ist ja, dass das Ganze nicht stimmt und der andere irgendwelche anderen finsteren Pläne verfolgt. Vielleicht hat er sogar die Monster selber beschworen, damit die Leute glauben, dass hier schwarze Magie am Werk ist. Also schnell hin und gucken, was da abgeht. Mal eben gucken, eben schnell gucken. Haben wir Schutz? Nein, haben wir nicht. Sprich, im nächsten Kampf müssten wir uns auch erst nochmal... Ja gut, das sehen wir eigentlich. Eigentlich hätte ich das auch sehen können. Meltas hat noch volle magische Energie. So. Also müssten wir uns dann erstmal... Da nehmen wir direkt diesen Kampf hier einfach mit. Und sagen einfach, Meltas, weißt du was? Du machst mal wieder deinen Job. Und zwar einmal hier einfach drauf und gut ist. Und dann machst du einmal hier deine Magie auf alle. Und dann können uns die Gegner auch schon nicht mehr so viel anhaben. Piep, piep. Der Computer hat uns lieb. Magie anwenden. Magisches Schild aufdrehe. Ich gehe die Leute jetzt einfach durch. So. Angreifen. Lalala. So. Auch wieder alles so langsam, weil die Maus so empfindlich ist. Ich kann ja neben Rechner die Empfindlichkeit nicht einstellen. Oder an dieser Maus. Am Rechner ist ein bisschen blöd, das zu machen. So, anwenden. Magischer Schild. Ich lasse die jetzt mal so tatsächlich, damit ich durchkomme. So, jetzt ist Tom geschützt. Dass wir die jetzt einfach, dann fliehen sie nämlich nicht und Meltas kann seelenruhig zaubern, weil die sind eh zu schwach, um uns was anzuhaben. Das ist eigentlich ziemlich arrogant, würde ich sagen, aber es ist nun mal so. Übrigens nicht wundern, dass mein Bild hier ein bisschen zu schweben scheint. Das ist tatsächlich gewollt. Einfach damit das ein bisschen so aussieht, als wenn Toms Charakterporträt ich wäre. Und das hört dann halt da auf. So, natürlich könnte ich auch den Ausschnitt ändern und dann das ganz runter, aber dann wäre das noch größer und man sieht ja jetzt schon nur die Hälfte von Rainer. Hier sieht jetzt die Lebensenergie von Tom nicht, aber vertraut mir, die ist ziemlich voll und wenn die leer wird, würde ich auch schon was sagen. So, wisst ihr was, das ist wurscht, der kann durch. Nein, er will nicht fliehen, er will sterben, gut. Kein Problem, den Wunsch können wir dir erfüllen. So. Dann nehmen wir uns eben noch ganz gut mit. Einen hier und einen hier. Und dann geht's weiter. Jetzt auch durch den magischen Schild geschützt. Und natürlich ist es dunkel. Ist ja klar, dass es jetzt dunkel wird, wo wir zu der Höhle wollen. Naja gut, das trägt dann im Endeffekt nur ein bisschen zu der düsteren Stimmung bei. Denn schließlich sollen ja Monster aus dem Heiligtum kommen. Moment mal. Apropos Heiligtum, zum einen kann ich vor diesem Monster erkennen, zum anderen nicht gerade nach Skelangna. Wir wollen zum Heiligtum, das ist nicht auf dieser Seite der Brücke, sondern auf der anderen. Ihr habt wahrscheinlich schon euren Computer angeschrieben, vielleicht auch, zumindest wenn ihr in der Kommentarspalte seid. Angeschrien natürlich. Nighty, tu es nicht, du läufst in die falsche Richtung, Mann, bist du blöd. Ja, da hattet ihr auch recht, Mann, bin ich blöd, aber manchmal ist man halt auch blöd, vor allem wenn man dabei irgendeinen Kram erzählt. Dann ist man halt einfach blöd. Passiert. Gehört auch zum Leben dazu. Zum Leben wie zum Löwen. Aber hier Weg folgen und dann kommen wir zum Heiligtum. Mal schauen, jetzt die Gegner-Response hin. Ich nehme es mal ins Leben. Aber guck mal, hier stehen sie schon alle. Die ganzen Iskai. Hier drüben stehen jetzt bestimmt die Menschen. Achtung. Nee, tatsächlich nicht. Okay, interessant. Ah, die Menschen stehen links. Und dann schaut Dreher und die anderen gereizt an. Ein Iskai in den vorderen Reihen meint, von allen Seiten hört man, dass ihr Beweise sucht, die Kontos belasten.
Wenn ihr so etwas finden würdet, wäre das vielleicht eine letzte kleine Chance, einen Krieg zu verhindern. Ich kann nicht sagen, wann die Mahinos angreifen werden, aber sie sehen nicht sehr friedlich aus, wie ihr seht. Aber einige Mahinos entgegnen sofort. Papalapap! Wir werden dem Zirkus ein Ende bereiten und der Welt zeigen, was in diesem komischen Gebilde eigentlich vorgeht. Wir warten nur noch, bis Kontos den Angriffsbefehl gibt. Drir schaut in die Menge, um Kontos irgendwo zu finden, aber er kann ihn nicht entdecken. Aufgrund der gespannten Lage beschließen Drir und die Gefährten, das Heiligtum besser nicht zu betreten. Wenn sich doch nur irgendwo Beweise gegen Kontos finden lassen würden, vielleicht hilft es noch einmal, alle Leute anzusprechen. Vielleicht findet man auch in Kontos Versuchswerkstatt irgendetwas, mit dem er belastet werden kann. Oder im Iskai-Dorf Srimalina. Die Iskai sind schließlich direkt betroffen und sicher nicht ganz ahnungslos. Okay, das ist jetzt quasi der Hinweis vom Spiel, dass wir diesen Dokumententeil finden sollen, und zwar in der Werkstatt. Und das ist jetzt direkt der Hinweis gewesen, dass der, finde ich, dass der andere Teil von diesem Ding in Srimalina ist. Also gehen wir dann mal zurück und gucken, was da mal ist. Mal schauen, es sind ja einige Leute, die sich da gegenüberstehen. Mal schauen, wie viele Leute jetzt in Srimalina noch sind. Kontos ist ja schon mal, Kaunos ist ja ziemlich leer. So, das ist okay. Das ist nur mein Handy, das brummt, weil jemand auf Discord was schreibt. In einen Chat, in dem ich auch bin. So. Da rege ich jetzt bei der Aufnahme natürlich nicht drauf. Apropos, jetzt ist es natürlich wieder dunkel. Dunkel ist gut munkeln. Tatsächlich sehe ich heute mehr im Dunkeln. Mein Handy die ganze Zeit, während ich starte mal hier die Runde und gehe dann nachher und sage meinem Handy mal bitte hier Fokus Zeit für mich. Genau. So. Dass das nicht die ganze Zeit brummt, das lenkt mich nämlich ab. So. Man muss eben auch mal Prioritäten setzen. Ich sollte einen Fokus einstellen, dass ich streame, dass nur mein Mitbewohner mich anschreiben kann. Weil das sind dann Sachen, die wirklich wichtig sind, wie zum Beispiel, was wollen wir essen? Essen ist wichtig. Apropos, da komme ich auch gerade her. Ich musste eine Pinnwand, die ich bestellt hatte, bei Amazon zurückgeben. Die kam von einem Drittanbieter, also musste ich zur Post latschen. Der X hat mich von meinem Mitbewohner zur Post fahren lassen. Also ich habe zwar einen Führerschein, aber kein Auto. Und dann erstmal da 6 Euro noch was Porto latzen. Das ist mehr als das ganze... Mir ist mehr als die Hälfte, was das Ding wert war, um das Ding zurückgeschickt zu kriegen. Aber es ist angekommen und war in der Mitte zerbrochen. Und das geht ja mal gar nicht. Also da hätten sie im Endeffekt, das haben sie halt scheiße verpackt. Ja, die Verpackung war alles okay. Das muss halt wahrscheinlich beim Versand gebogen worden sein. Und nochmal gibt es ja halt diese Aufkleber hier, fragile. Und wenn da der Fragile-Aufkleber drauf ist, dann dürfen die da irgendwie nicht... dass die Dinge jetzt alle nicht liegen. Dann dürfen die da, müssen die vorsichtig mit umgehen. Aber nee, ach nee, also Iskai sind noch da. Der sagt auch immer noch das Gleiche, also der hasst uns jetzt nicht irgendwie. Dann gucken wir mal weiter, gucken wir mal in den Gemischtwarenhändler. Okay, der schmeißt uns immer noch raus. Gucken wir mal ins Gasthaus. So, Gasthaus. Ihr wagt euch noch hierher? Nach allem, was vorgefallen ist? Ich verstehe das alles sowieso nicht. Die Gerüchte und die fadenscheinigen Begründungen der Urkelten sind einfach lächerlich. Dieser Ort ist nicht gefährlicher als jede Höhle, die es in dieser Gegend gibt. Und ihn besetzen zu wollen und damit unser Tabu zu entweihen, das ist der direkte Angriff auf unser Volk, auf den wir nur mit Wut, Hass oder nach der neuen Rechtschreibung Hass und Unverständnis reagieren können. Ich weiß nicht, wie ihr zu der Sache steht, aber ich finde es unglaublich, was sich da zurzeit abspielt. Es wird einen Krieg geben, dessen Ziele und Gründe wohl nur wenige kennen. Jedenfalls müssen wir uns wehren und das werden wir auch tun. Die meisten unserer Krieger sind bereits losgezogen, um Widerstand zu leisten. Jetzt kann eigentlich nur noch ein Wunder das Schlimmste verhindern. Ist interessant, der will den Krieg scheinbar auch nicht. Aber er muss Krieg machen, weil ihr Tabu verletzt wurde. Es ist halt, manche Leute sind halt auch irgendwie ein bisschen, es ist dann halt so also ich kann es nicht verstehen, sowas. So aus Prinzip muss ich jetzt... Ich kann nur mit Wut und Hass und Unverständnis reagieren. So, das ist meine Pflicht. Ich muss jetzt wütend sein und hassen. Das bezeichnet das Spiel ist 91, glaube ich.
Ich glaube 91 war es. Und das beschreibt unsere aktuelle Situation ziemlich gut. So, irgendjemand hat Scheiße gebaut und man muss ihn jetzt hassen. Das ist Pflicht. Wer ihn nicht hasst, ist auch böse. Ah, der will immer noch was kaufen. Ja, hat zwar einen Faktor von 0,7, aber da der andere Händler nicht da ist, schmeiße ich dem jetzt gerade mal hier meine Sachen vor die Füße. Ist jetzt nicht so, als wenn wir jetzt noch Geld verlieren würden. So. Nein, ich will nichts aufnehmen. Ich klicke immer einmal zu viel. So. Der Kontos ist bestimmt noch bei sich in seiner Höhle. Ne? So. Das ist wertlos, ja. Was sagt jetzt er hier? Wart ihr schon bei Yikrai? Sie ist die Vorsitzende der Magiergilde. Ja, das ist der gleiche Standardkram. Diese Person immer sagt, guck mal, was uns der Händler sagt hier. Wahrscheinlich immer noch, dass er uns nicht bewirtet. Wir sind schließlich Menschen. Ihr glaubt doch nicht im Ernst. Inzwischen habe ich ja sogar handfeste Beweise gegen Kontos. Moment, du hast handfeste Beweise? Die könnt ihr gerne haben, damit ihr seht, mit wem ihr es zu tun habt. Ich habe außerdem noch Abschriften davon. Es ist leider nur ein Teil eines Dokumentes, welches Kontos vernichten wollte. Man kann nur noch eine ganze Menge lesen. Ja, ich sag doch, das war der Hinweis, geht ins Skaidorf. Ein kleiner Teil. Hier ist ein Dokumentteil und... Was ist der andere? Den hat jetzt bestimmt top gekriegt, oder? Ein Dokumentteil. Kann ich die irgendwie verbinden? Nein, ich kann die nur vertauschen. Ich kann sie nicht wegwerfen, weil Gegenstand ist wichtig, dass ein Questgegenstand nutzen. Die beiden Dokumentteile passen genau aneinander. Das ursprüngliche Schriftstück ist wiederhergestellt. Wie viele Gegenstände aufnehmen? Nein, das ist bestimmt auch wieder er, ja. Lesen. Aus dem Dokument gehen interessante Informationen hervor. Es weist auf einen Vertrag zwischen Kontos, Gard und Rico hin. Die Gefährten verstehen nicht alles, was hier vermerkt ist, denn manches ist in einer Art Codesprache notiert. Vermutlich geht es um eine Art von Aufteilungsvertrag von wertvollen Materialien. Oh, ja, okay. Die Höhle ist eine Mine mit wertvollen Materialien. Ja, irgendwie klicke ich aber immer zu viel. Ich schmeiß den Kram jetzt einfach weg. Und tschüss. Das ist nur unnützes Gewicht. Ja, okay. Hätten wir uns ja denken können. So, dann jetzt erstmal den hier. Ich persönlich will jetzt tatsächlich möglicherweise erstmal den Rat geben. Ich will wissen, was die... Weil das sind ja Beweise, dass Gart und Rico schuld sind. So, dann nutzen wir den hier wieder für unseren magischen Schild. Diesmal auf Tom, weil der direkt angegriffen werden kann. Die anderen brauchen eine Runde, dass die Kronjes vorwärts laufen können. So. Das heißt, jetzt geben wir im Uhrzeigersinn vor. So. Und wieder ist der Brustschuss von Sira kaputt. Ist nicht schlimm, wir laufen ja jetzt in die Stadt, wo wir heilen können, ja, wo wir ihn reparieren lassen können. Schild nur noch einmal. Ach, das war nur eine kleine Rast. Gut, dann geh erstmal auf die drei Hauptrider, wollte ich gerade sagen. Zu viel Kamenrider geguckt. Ja, genau, Sieger braucht den jetzt eigentlich. Hätte den dringender gebraucht als Dreher. Na, wurscht. Jetzt trinkt Heltas. Meltas halt nochmal einen Trank. Haben sie jetzt wirklich eingedeckt mit Trinken. Zaubert nochmal das magische Schild auf sich selbst zuerst, weil er jetzt angegriffen ist. Und dann gucken wir mal, kann er hier heilen? Nein, kann er nicht. Er muss noch Kudan, muss noch einiges lernen. So, dann machen wir mal eine leichte Heilung auf sich selbst. Das lohnt sich ja vor allem dann, wenn die Lebensenergie, wenn die magische Energie leer ist, weil es mehr heilt, als es verbraucht. Thank you.
Da muss man halt hier so vorgehen, wie man liest. Erst von oben nach links, oben von links nach rechts und oben von links nach rechts. So. Wir werden schon alle geschildert haben. So. Hervorragend, jetzt haben wir die Schilder alle verteilt. Und dann eigentlich kann auch angreifen. Kann ruhig seine Axt werfen. Man merkt jetzt, Sira wird viel öfter getroffen, weil der Brustschutz kaputt ist. Aber es macht halt nicht viel Schaden. Und daher nicht allzu schlimm. So. Und das ist schon zu viel Gewicht für Drill. Das ist interessant, wo kommt das Gewicht her? Naja, egal. Den Brustschutz kriegt auf jeden Fall Sira. Kann das sein, dass der das Gewicht von dem Brustschutz, die er zugeordnet hat, bevor ich es ihm gegeben hatte. So, dann wollen wir eben schnell mal die noch platt machen. So. Ich vergesse auch immer wieder, den Timer zu stellen. In der nächsten Folge müsst ihr mich mal dran erinnern, dass ich das Knöpfchen drücke. Da muss ich nicht immer hier so rüber gucken. 16 Minuten steht hier. So. Sehr schön anhalten. Genau wie ich es mir gedacht habe, die besiegen den. So. Meine Erwartung ist eigentlich, dass der da hinten jetzt vorläuft, aber ich mache trotzdem den hier. Ja, falls es nicht tut, kriegt er zumindest eine Axt in die Fresse. Aber. So, bitteschön. Und ich, ja, ich weiß, Fresse sagt man nicht. So. Das ist keine sehr freundliche Sprache. Aber wir befinden uns kurz vor einem Krieg. Das sollte man immer bedenken. Also ist die Situation sowieso nicht sehr freundlich. Ehrlich gesagt, eigentlich Grund, umso freundlicher zu sein. So. Alle anderen durchdrehen, sollte man selbst derjenige sein, der nicht durchdreht. Gab es nicht auch hier einen Hochgang? Hochgang. Eine Kletterpflanze zum Hochklettern, Mann. Ja, da, genau. Kann das sein, dass das die ist, die ich sonst immer verwendet habe? So. Dass ich mir hier rumgelaufen bin früher. Also früher, eben für euch wahrscheinlich 2-3 Folgen her, so ungefähr. Aber wie gesagt, ich habe ja, tatsächlich 2 Monate nicht mehr gespielt. So. Morgen geht es übrigens los. Wie ich gestern schon gesagt habe, also letzte Woche gesagt habe, ich werde wahrscheinlich am Tag drauf wieder aufnehmen. Und genau das ist passiert. Der Tag drauf. Gearbeitet, Rechner einfach angelassen. Und dann. So, ich werde jetzt ganz sicher nicht Kontos das Dokument geben. Dann vernichtet er das und hat gewonnen. Dann kann ich eigentlich auch hier wieder runtergehen, weil. Ich will ja gar nicht in das Dorf. In the first place. Ich will ja eigentlich weiter hier im Süden. Ah, Moment. Ah, okay. Jetzt, ja. Kann ich hier durch? Wahrscheinlich nicht, oder? Nein. Wie rechts die Schlingpflanze ist, die ich nehmen will. Ich hätte jetzt natürlich auf dem rechten Bildschirm, der übrigens nur mein Desktop-Hintergrund zeigt, wo das. Random Wallpaper zeigt gerade einen auf einem Felsen liegenden Panther. Sehr hübsch. Sehr einfach hübsche Tiere. Wobei viele Tiere sind einfach nur hübsch. So.
Ja, da hätte ich natürlich eine Karte von dem ganzen Kontinent legen können. Das habe ich tatsächlich auch als Hilfe schon gemacht. Eigentlich müsste ich da diesen Steinweg da langlaufen. Wurscht. Laufe ich wieder den langen Weg. Naja. Es ist, wie es ist. So. Das hatte ich vor allem gemacht, um zu gucken, wo sind die Büsche mit den, mit diesen Trifalei Samenkörnern. Wo gibt es irgendwas Interessantes zu sehen, damit ich nicht wirklich die gesamte Insel mit euch erkunden muss. Was halt einfach Zeit kostet und nicht wirklich sehr interessant ist. Wenn es eben nicht zu sehen gibt. Also habe ich es dann so gemacht. Das werde ich auch bei dem nächsten Kontinent, das werde ich auch weiterhin so halten, dass ich dann halt ein bisschen gucke, wo kann man so hingehen, wo gibt es interessante Sachen, und dann führe ich euch im Endeffekt ein bisschen hin und her. Nicht an der Nase rum, vielleicht ein kleines bisschen. Ich glaube, ich habe behauptet, dass ich erkunde. In Wirklichkeit, ich meine, ich habe erkundet, aber mit einer Karte quasi. Ich wusste schon, was es zu erkunden gibt. Aber das ist halt for the sake of wir wollen hier nicht ewig die Welt durchforsten, denke ich schon verständlich. So, lass mal jetzt im Rüstungsschmied. Die Rüstungsschmiede kann uns Rüstungen schmieden. Das ist sowas ähnliches wie eine Richtung, nur mit Ü halt. So, verkaufen wir die ganzen Fleischstücke. Muss ich aufpassen, dass ich hier alles ganz genau ausspreche. Mit vielen Sprachfehlern gerade. Tun wir das also Ferkaufen. So, der Ferkelhaufen. Und zurück. So, dann, wenn wir das haben, dann gehen wir doch direkt zum Rathaus. Hallo Leute, oder hallo Leute. So, gucken mal, was die Herren und Damen. Ach, sorry. Was die Personen hier. Ich ersetze Rico. Er hat noch nicht mal einen Namen gekriegt, das ist ein bisschen blöd. Skymerlin, ich bin eins der neuen Ratsmitglieder. Dann seid ihr Tom und seine Freunde. Freut mich, euch kennenzulernen. Da hätten sie... Ich meine, ja, ich weiß, das kostet alles Zeit und so, aber da hätten sie für die... zumindest denen einen Namen geben müssen. Das sollen, nicht müssen. Dass er einfach noch sagt, hey, ich bin der und der. So, aha, ich freue mich jedes Mal, wenn ich euch sehe. Wenn nur die Umstände etwas glücklicher wären. Es sieht nämlich alles so aus, als ob es an der heiligen Stätte von Skrimarina zu einem Krieg zwischen den Menschen und den Isra'ikai kommt. Das ist jetzt der Weg des Spiels zu sagen, ey, du Depp, du bist an der falschen Stelle, du musst dahin. Ich werde auch gleich dorthin gehen. Vielleicht kann ich irgendwie beruhigend auf die Parteien einwirken und einige Dinge richtig stellen, was Kontos und uns betrifft. Oh, was wisst ihr denn über den Krieg? Wenn wir es nicht schaffen, Kontos zu stoppen, wird es zu einem Krieg kommen. Ich weiß nicht, was Kontos dadurch erreichen will, aber er bezweckt ganz bestimmt irgendwas. Wenn ihr irgendwelche Beweise gegen sie habt, dann geht dorthin und benutzt sie. Das ist jetzt der Hinweis, zeigt denen die Beweise. Okay, das heißt, Beweise hat er gegeben, damit ich das verfügen habe. Da hätten sie auch so machen können, dass ich hier eine Person auswählen kann. Ja, okay, das ist wirklich, das war jetzt wirklich... vergebene Reisemühe. Aber ein Versuch war es wert. Also da hätten sie auch wie sagen können, das ist der Beweis, dass Gart und Rico wirklich das sind. Damit sind sie überführt. Bla bla bla. Auch nochmal einen Text. Ein Textchen mehr sozusagen. Aber man muss halt auch bedenken, das Ganze, das Spiel war glaube ich sogar auf, also ich habe es auf CD gehabt, aber das war eine CD, die zu einem Heft war, von daher weiß ich nicht, wie das Spiel veröffentlicht wurde. Die Musik hört man ja, das heißt wirklich anhören tut es ihr nicht, aber die Musik ist MIDI, das heißt die ist nicht sehr groß, aber wenn das Spiel auf Disketten kam, auf Disketten war halt Platz immer wertvoll und Text ist halt nun mal jedes Zeichen ein Byte. Und das ist in dem Moment, wenn man jetzt irgendwie nur ein ganz wenige Kilobyte hat, in die die ganzen Grafiken und alles reinpassen müssen, ist dann der Text tatsächlich Platzfresser.
deswegen überall, wo man sich Texte sparen kann, macht mir das dann auch. Gerade bei so Sachen wie Text-Adventures oder so war also dann das was ganz Besonderes. Ich meine, da war ja quasi nur Text, aber was ganz Besonderes, dass es ganz viel Text kann. Ganz viele Worte kann, ganz viel ausgeschriebenen Text hat. Der lässt sich zwar komprimieren, aber man hatte damals nicht die Möglichkeit, irgendwie zu sagen, ich lade jetzt irgendwie die eine Textzeile oder so, dekomprimiere die oder so ein Kram. Aus dem einfachen Grund, das Laden hat ewig gedauert. Das wollte niemand. So, ja genau, eigentlich will ich hier drüben runter und dann da. Ach, wurscht, wisst ihr was, ich gehe so wie sonst auch immer. Jetzt. Nee, das ist... Jetzt bin ich irgendwie ganz von der Rolle. Das war schon richtig so. Darunter ist das, wo ich sonst auch immer dann gehe. Hier runter und dann darunter. Und wieder wird es Nacht, wenn wir bei dem Heiligtum ankommen. So. Heißt natürlich auch, dass unsere Sprüche nicht mehr da sind. Die sind abgelaufen, also sollten wir noch mal rasten, damit wir unsere Sprüche wieder erneuern können. Aber rasten sollten wir auch erst später, damit wir nicht dann mitten in der Nacht aufgehört haben zu rasten. Ich hätte ins... Ja, das Gasthaus, das ist halt, war halt noch zu früh. So, so knapp anderthalb Stunden noch. Die Pflanzen an. Das sind schon wirklich schicke, schicke Grafiken, die die gezeichnet haben. Für das Spiel. Ich laufe jetzt also mit Absicht in die falsche Richtung. Einfach um ein bisschen die Karte nochmal anzugucken. Hier auch diese Animation von dem Wasser, das ist einfach nur herrlich. So. Übrigens, wenn ihr euch wundert, es ist ja seit Beginn ist links und rechts ein schwarzer Balken. Das liegt einfach daran, dass das Spiel 4:3 ist und mein Bildschirm ist natürlich hier schön 16:9, wie es heutzutage normal ist. Und ich will natürlich nicht, dass das Bild gestreckt ist, dann sieht das Bild ja scheiße aus, sondern eine halbe Stunde etwa. Dann sieht das Bild ja scheiße aus. Das will auch keiner. Sondern stattdessen hat man halt dann die schwarzen Balken links und rechts. Ich hätte jetzt auch im Post-Processing hätte ich 4:3 machen können, dann wäre das YouTube-Video am Ende nur 4:3. Aber das ist auch irgendwie doof. So. Dann rasten wir einmal. Jawohl. Und die Gefährten ruhen zum Morgengrauen. Und ich würde sagen, wir ruhen bis nächste Woche. Wenn ich hier so gucke, naja gut, das ist noch keine volle halbe Stunde. Aber wieder genau das gleiche wie letztes Mal. Es ist halt, ich möchte halt nicht dann unterbrechen müssen, wenn alles gerade im vollen Gange ist. Und deswegen, das ist ein schöner Cut. Dann machen wir auch den Cut. Ihr geduldet euch bis nächste Woche. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Wenn ihr das Spiel nicht kennt, was ihr glaubt, was passieren wird, was ihr glaubt, was in dieser Höhle ist, meine Theorie ist, dass da irgendwelche Edelsteine oder so drin sind, dass es eine Edelsteinmine ist oder man es als Edelsteinmine verwenden kann oder so. Und das hat der Kontos rausgefunden und deswegen will der die Höhle haben und die Edelsteine haben. Und er hat mit Grat und Rico vereinbart, dass die sich den Kram teilen, sobald die das den Iskai abgenommen haben. So, aber jetzt sage ich erstmal... Ciao, miau!